Schau, es ist eine Modeerscheinung in der heutigen Welt geworden. Oder es ist eine Modeerscheinung im heutigen Indien geworden, dass alles, was von der amerikanischen Küste herüberweht, wertvoll sein muss. Okay? Anything that bounces off the American coast must be valuable. Okay? Sogar Yoga ist heute in diesem Land beliebt, weil es von der amerikanischen Küste zurückgekommen ist. Es war schon immer hier, seit Tausenden von Jahren. Das spielt keine Rolle. Viele Leute denken, Yoga sei von Madonna erfunden worden. Ich sprach zu einer Gruppe von Menschen und ich erzählte ihnen gerade etwas und als Beispiel sagte ich, sehen Sie, sogar ein Kindergartenkind weiß heute, dass Kohlendioxid schlecht für den Körper ist, nicht wahr? Aber jemand packt Kohlendioxid in eine Flasche und sagt, das ist das einzig Wahre. Sogar Kohlendioxid in Flaschen ist in Ordnung, wenn es richtig vermarktet wird und es aus einer bestimmten Richtung auf dich geworfen wird. Sie begannen also zu sagen, lebe im Moment, lebe im Moment. Tu eine Sache. Lebe woanders und zeig es mir. Kannst du woanders leben? Nein, Menschen geben dir eine Lehre, du musst sie betrachten. Was ist die Grundlage dieser Lehre? Jemand sagt, lebe im Moment, okay? Okay. Lebe woanders und zeige mir, wie man nicht im Moment lebt. Ist es eine Möglichkeit? Warum dann eine solche Lehre? Oh, die meisten Menschen auf dem Planeten fangen an, diese Lehre als ein Man denke nicht an seine Vergangenheit oder Zukunft zu verstehen. Wenn du nicht über deine Vergangenheit oder deine Zukunft nachdenkst, wird dir das Leben eine große Lektion erteilen. Wenn du nicht über deine Zukunft nachdenkst oder dich an deine Vergangenheit erinnerst, wird dir das Leben eine sehr schlechte Lektion erteilen, oder nicht? Das wird es. Du solltest besser an deine Zukunft denken, nicht wahr? Es hat also Millionen von Jahren gedauert, bis sich das Gehirn zu dieser Leistungsfähigkeit entwickelt hat. Nun wissen die Menschen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Jetzt sagen sie, benutze es nicht, friere es ein. Denke nicht an die Vergangenheit, denke nicht an die Zukunft. Das Schöne am menschlichen Intellekt ist, dass du 1 Million Jahre zurückblicken kannst und 1 Million Jahre nach vorne schaust, wenn du willst. Ja? Elefanten sollen ein sehr gutes Gedächtnis haben. Sie werden sich nur an Dinge erinnern, die ihr Leben beeinflusst haben. Wir sind nicht so. Wir können uns an Dinge erinnern, die das Leben von jemandem beeinflusst haben oder nicht das Leben von jemandem beeinflusst haben. Ja oder nein? Der grundlegende Unterschied zwischen dem, wer wir sind und was die anderen Geschöpfe sind, besteht also darin, dass wir in der Lage sind, in die Zukunft zu projizieren und wir sind in der Lage, in die Vergangenheit zu projizieren. Wenn nutze den Moment also bedeutet, dass du nicht an die Vergangenheit und die Zukunft denkst, was sie damit sagen ist, werde ein Insekt oder ein Wurm. Just seize the moment. All of them are doing. Einfach den Moment nutzen. Alle von ihnen tun das. Tun sie es nicht? Insekten, Würmer, Tiere, Vögel, nutzen sie nicht den Moment? Das tun sie. Voll und ganz. Jedes Leben tut es. Sogar du tust es. Die Sache ist nur, du hast einen Intellekt. In diesem Leben zu sein und dennoch ein bisschen umherzugleiten, das ist ein Privileg. Das ist eine Freiheit, die du hast. Du willst darauf verzichten, nur weil du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst? Nur weil du nicht weißt, wie du mit deiner Intelligenz umgehen sollst, willst du sie zerstören? Tatsächlich einige... Leider kommt das von einer seriösen wissenschaftlichen Gemeinschaft, einem Teil von ihnen. Sie sagen, wenn das Kind geboren wird, wenn man einen bestimmten Teil des Gehirns entfernt, wird alle Kriminalität verschwinden. Es wird keine Kriminellen in der Welt geben. Alle werden friedlich und glücklich sein. Das ist katastrophal. Wenn man das ganze Gehirn entfernt, wird jeder fantastisch sein. Überhaupt kein Problem. Sie werden nie Stress, Kummer oder irgendetwas kennen. Glücklich. Das ist nicht die Art von Glück, nach der du suchst, oder?
Nun, wenn du tot bist, wirst du wirklich friedlich sein. Wozu dieser ganze Kampf? Warum versuchen, deine Intelligenz aufzugeben? Wenn wir dir durch den Kopf schießen, wirst du friedlich sein. Und vielleicht wird die Welt auch friedlich werden. Verstehen wir also, dass es sich hier nur um lückenhafte Sachen handelt, die hier und da aufgeschnappt und zu kommerziellen Zwecken in die Welt gesetzt werden. Wie kannst du nicht in diesem Moment leben? Warum brauchst du eine Lehre? Lebe im Augenblick. Sag es mir. Was du brauchst, sind Methoden, wie du mit deinem Verstand umgehst. Du brauchst keine Lehre über das Leben, denn du bist Leben. Wenn du nicht Leben bist, muss ich dir sagen, wie du Leben sein kannst. Bist du Leben? Bist du Leben oder nicht? Du bist Leben, nicht wahr? Wenn du Leben bist, warum sollte ich dir sagen, was Leben ist? Nur Methoden, um zu sehen, dass dieses Leben seine vollste Möglichkeit findet. Du musst es nicht lehren, um Leben zu sein, weil Leben, im Moment sein oder den Moment nutzen, bedeutet im Wesentlichen, lebendig zu sein, nicht wahr? Du denkst also, dass deine mentale Aktivität, deine intellektuelle Kompetenz und Fähigkeit es dir nicht erlaubt, lebendig zu sein. Nein, sie ist die Grundlage deiner Lebendigkeit. Sie ist in vielerlei Hinsicht die Krone deiner Lebendigkeit. Das Leben hat sich von einer sehr einfachen Form des Lebens zu dem entwickelt, was es heute ist. Und jetzt ist das, was du als deine Großhirnrinde trägst, die dich über alle möglichen Dinge nachdenken lässt, die Krone für das Leben auf diesem Planeten, nicht wahr? Ja oder nein? Das ist die Krone des Lebens und du willst sie aufgeben, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst oder weil sie nicht eng genug sitzt oder sie sitzt zu eng. Tu das nicht. Wenn du leben willst, was die einzige Sehnsucht ist, die das Leben hat. Es will sein volles Potenzial ausleben. Zu leben. Wenn ich sage, weißt du, vor einiger Zeit habe ich eine Notiz geschrieben und gesagt, Isha-Yoga bedeutet zu leben, und zwar vollkommen zu leben. Menschen denken dann, oh, ich muss 7 Tage die Woche feiern. Nein, nein, nein. Was du um dich herum tust, ist nicht Leben. Was hier passiert, ist Leben, nicht wahr? Was in dir geschieht, ist Leben, nicht wahr? Was um dich herum geschieht, ist nur das Ambiente für das Leben. Es ist nicht das Leben. Das ist Leben, nicht wahr? Dies voll und ganz zu erforschen, in seiner ganzen Tiefe und Breite, in all seinen Dimensionen. Wenn du es kennen würdest, wirst du sehen, wenn du einfach hier sitzt, ist es das Schönste, was du tun kannst. Was du tust und was du nicht tust, sind deine Entscheidungen. Wir sitzen im selben Raum. Wir atmen dieselbe Luft. Wir werden dieselben Speisen essen. Aber in diesem Moment, wie ich in mir selbst bin, wenn du mir die ganze Welt gibst, werde ich damit keinen Deal machen. Wenn du mir dafür die ganze Welt gibst, werde ich keinen Deal machen, weil es größer ist als das und jeder Mensch ist dazu fähig. Wenn es um äußere Situationen geht, sind wir alle unterschiedlich fähig. Wenn es um innere Dimensionen geht, sind wir alle gleichermaßen fähig. Es ist nur nicht geschehen, weil du dieser Richtung nie Aufmerksamkeit geschenkt hast. Das ist der einzige Grund, nicht weil du weniger fähig bist.